There. Nun ja. You're all free now. No need to fight. No need to take life from others. Machen sie trotzdem, glaub mal. Hm. I wonder if you can really call that freedom. Hm? Care to explain? My soldiers and I, we were never fighting for the sake of earning life in the first place. Ja, ja. Back up, back up. Surely you had to be, right? I mean, that's the usual setup. True, true. Normally you'd fight to keep the clock fed. Only natural. Otherwise you're dead. But for us, we live so we can fight. Ja. It's how we've lived our lives. Living to fight sounds kind of awful. Was waren doch alle hier eigentlich? You must understand, now that you've crossed blades with my troops, they didn't follow the consul's orders because they were frightened for their lives. We were using the situation we're in to our advantage. What's the point of that? I should think it's obvious. We hope that someday we can have a proper fight to the death. With mighty warriors like you. Okay. I've taken part in all these battles to make that dream real. Im Prinzip das gleiche, was Ethel und Kamaravi machten, nur es ist auf einer größeren Skala. Nicht nur als Gegner, sondern wirklich Hauptsache für die Gegner. Just think about it for a sec. These guys have been killing each other, having their own little murder party. It's crazy. Yep, if you're gonna be blunt about it, then that's exactly what it was. That doesn't make it any better. All this living to fight crap. How many lives will you need to take before you're satisfied? Or maybe you want to die, is that it? Sure. Yes. I want to die. Oh, man. Good try. Ja gar nicht. Wait. You ain't serious. Is it that surprising? A soldier like you should... Grow the snuff up. Grow up, I said. So you want to fight? You want to die? What the snuff is your problem? Snuff, snuff, snuff. You come out with all this highfalutin crap, but really, that consul was right about you. You're nothing but a bloodthirsty beast, aren't you? Hang on, Uni. You listen. You ain't gonna involve us in your stupid suicidal quest. Just leave us alone, all right? Uni, that was out of all... Poindexter. Poindexter. Boah, eine Serie, oder? Wow, I am pretty exhausted after all this. I think I'll take a load off somewhere. Okay. Oh, you can all make yourselves at home. Consider it a thank you for joining the fight. Danke. Ashira, shouldn't we? Okay. Well then, I'll be off. What you do is up to you. Uh-huh. Crazy. Uni, that was not cool. I want you to apologize later. Please tell me you're not taking her side. Everyone should be free to choose how they want to live their life. Wasn't Ethel the same? Oi, she's nothing like Ethel, got it? Naja. Well, that's for sure. But you did kind of go overboard there. Uni, I know how you feel, but could you try? Echt mal. Sei mal nicht so. Fine, you win, whatever. I'll talk to her, will that do? Sure. Psych. Tja, Uni. That's life. Läuft. Okidoki, ich habe bestimmt Level 10, jawohl. Dann gleich mal durch, Uni. Wobei... Ich bin relativ sicher, dass doch Uni Klassenerbe wird jetzt und nicht Lance. Also den ersten Minuten mit dir war es nicht eindeutig, aber jetzt ist es ziemlich eindeutig. Das heißt, ich wechsle dann gleich zu Ashera. Ich musste nur gucken, wen ich von denen vorläufig zum Heiler mache. Vielleicht dich. Ist auf dem Auftrag, wie ich gerade sehe. Gut, läuft. Gar nicht gesehen, dass du auch auf 10 warst. Ja, umso besser. Das passt ja. Höh? Da lang? Okay. Oben ruf. Machen wir noch fix, ne? So, dann haben wir noch eine knappe Stunde für noch ein bisschen Story. Ich bin nicht sicher, ob da noch was groß zustande kommt heute, aber wir gucken mal einfach. Per se haben wir eine ganze Menge geschafft, so ist es nicht, ne? Kann man schon stolz drauf sein. Ach. Ist irgendwie so ein bisschen Film gucken jeden Sonntagabend, nicht wahr? Schön. Schön, schön, schön.
Hey. Hm? I mean, well, I want to talk about before. I'm sorry. I went too far. What are you laughing at? I'm being serious here. Ah, no, sorry. It's just, you surprised me. And I don't think you went too far. What you said was the unvarnished truth. And that stuff about wanting to die? Even without flame clocks, people die at some point. Yeah. Be it sooner or later. Yeah, sooner. So, before that happens, I want to leave my mark on this world. Some kind of proof that we were here in the short time we've been given. For me, that is what I want to achieve by dying. Sorry, I still don't get it. It seriously just sounds like you want to destroy yourself. Naja. Dying to fight and fighting to die are different, though they might sound the same. If I can make my death mean something, then I can finally prove my life had value. Live fiercely, die spectacularly. That's how I want the battlefield of my life to be. Well, all that said, looking from the outside, all people see is the suicidal maniac. Yeah. Ein bisschen. And Colony 11 is the last refuge for people like us. Isn't that funny? Ein bisschen. I don't see the joke. Bisschen. You really are insane. How many times have you said that today? I suppose. Oft. But, you know. At least now I get that you're not enough of an idiot to throw yourself off the top of here. Alles klar, Corin. And your life really is yours to do with as you see fit. It's not my place to go off on you just because we don't see eye to eye. Besides, the way you fight, fearless and fierce and all that, honestly, it's kind of awesome. Yeah? Think so, eh? What? Revving up for another dig? No. How do I put it? No one's ever talked that way to me before. I guess I'm happy, maybe? You ain't embarrassed, are you? You? This is priceless. Das ist alles total merkwürdig. Couldn't you tell I was joking? I really seriously hate you. Aw, that hurts. And here I was taking a liking to you. I mean, from now on, we're all fellow rebels. So, richtig you know. Gut. Richtig gut. Oh, man. You and I should be friends, Uni. Ich würde das nicht auf Viber A reduzieren, Corin. Das ist schon ein bisschen komplizierter als das in dem Fall. Ja. Neue Heldenklasse. Und es ist Juni geworden. Ja, das war, wie gesagt, doch ziemlich klar zum Ende hin. Zack. Ist die einzige Heldin bisher, die wirklich so ein 1:1 Gespräch dann hatte irgendwie, ne? Mit einem von uns. So, dann wollen wir mal ganz kurz. Juni einmal rüber. Zack. Dann lernen die anderen auch die Klasse schneller, kennen wir ja. Rest a while. Autsch. So, liebe Kolonie, was ich noch machen muss, bevor ich weitermache in der Story. Einmal den Kanister öffnen natürlich. Selbstverfreilich. Hey, can I get a hand here? On it. Zack. Lop. Wonder what's inside. Ja, weiß ich auch noch nicht genau. Schüttel Schatz. Oh ja. Toll. Oh, natürlich. Obligatorisches Essen in der Kantine. Wir wollen einen neuen Effekt haben für unser Kochzeugs. Ist ganz wichtig. Kantinenessen. Klassenab. Erhöht die Klassenpunkte um 30%. Holla die Waldfee, das ist ordentlich. Hau rein, Herr Nubon. Hau rein. Ja. Mal sehen, was Manana draußen macht. Kannst du mal ansprechen hier, was? Zum Teufel. Hier. Hier, kauf mal fix was bei dem. Und zwar irgendwas. Hauptsache,
Wir kriegen 10 Punkte dafür. Yeah. Mal den hier schnappen. Komm, Juni. Hoch damit. Läuft. Oh, knapp. Danke, 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 danke. Alright. Ach, ein Typ. Na ja, wir von kalt gemacht, den Typen. Also er ist auch mal echt nicht gestorben. Wir haben bloß K.O. gehauen. Und er spricht nicht gerne. Ungefähr so wie ich. Ich mach's auch nur, wenn ich Let's Player bin, sonst würde ich auch nicht tun. So. Bla 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 blub. Aber mehr haben wir hier nicht. Wir müssen doch mindestens 3-4 Leute haben, oder was? Ich meine, es ist eine übersichtliche Kolonie hier auf der Brücke quasi. Diesel klingt wie Weasel. Pa, 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 pa. Ach, verdammt, da muss ich. Moment, was ist dahinter? Ah, toll, wie komme ich da hin? Au, Band. Ah, ich sehe schon. Lass mich mal hier durch. Wer stellt denn da einen Container hin? Direkt in den Abgrund, was soll denn das? Leute, das ist nicht in Ordnung. Die ganzen Nopon-Münzen, die ich alle verschwende, weil, naja, ich voll damit bin. Tut mir irgendwie weh, aber es gibt keine sinnvolle Sache, als es gerade auszugeben. Es ist deprimierend. Das ist wieder der Kletter vorne, oder? Wo ich den grünen Punkt sehe. Dann war es das schon, okay, krass. Ja, mehr ist hier gerade nicht. Alright. Und ja, wir kommen da vorne nicht durch. Ich meine, es wäre total einfach, da jetzt durchzugehen, ab zum Schloss, aber nein. Wir müssen trotzdem diesen Außenweg nehmen. Ja, ich habe nicht mal einen fucking Wegpunkt drin. Okay, kannst du Fuß laufen. Noch besser. Warum nicht? Wir haben es ja. Ah, mein Essenseffekt ist bald alle. In 20 Minuten. Nee, warte. In 30, das glaube ich jetzt eine halbe Stunde. Die Zeit, dass sie vergeht in die andere Richtung, ist egal. Plopp, meins. Plopp, meins. Moment, ich sehe gerade, ich habe mein neues Feature gelernt. Irgendwie. Ah, der Roche wird was haben. Gib ihm. Danke. Das ist aber schon alles. Naja, schaut auch nicht. Haben wir gelevelt? Nee. Moment. Moment, das war aber jetzt. Ich konnte nicht was gewesen. Lambda. Ach, ich habe was sonst von Lambda, ich was geben kann gerade, oder? Ach, kacke. Es dürfte nur wenige Punkte fehlen, mir ein Level jetzt einmal zu erhöhen, aber ich habe gerade nichts, was ich da abgeben kann. Das ist ja doof. Hier vielleicht noch. So. Yeah. Gleich nochmal. Jetzt nochmal geht. Jawohl. Und nochmal. Ja. Und jetzt müssten wir eigentlich den nächsten Level erreicht haben. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, welchen Bonus es gibt, aber es gibt einen neuen Bonus. Das ist schon mal wichtig. Und wenn es sowas ist wie mehr Items kriegen oder keine Ahnung was, sowas schönes Passives, umso schöner ist, umso früher zu haben. Deswegen eben noch ganz fix gemacht. So, ich glaube, der Weg jetzt zum Castle selbst noch ein bisschen länger, aber die ganzen Klippen. Ah, sieht er da. Ich habe fast 2000 Abstand zu dem, wo ich hin muss. Auch voll gut, dass hier alles so mit solchen Dingern festgemacht ist, dass ich aber rüberkomme. Wer schießt denn da? Ach, sag mal, da ist die Kanone. Da ist das Loch, was hier Noraya reingerissen hat, die blöde Kuh. Danke, Juni, danke. So, ich weiß nicht, oben gab es auch einen Bossgegner. Ich glaube, der war noch nicht mehr in der Reichweite. Platz da. Ist das, like, a rare thing? Geht so. Da oben, genau. Aber ich glaube, der war Ende 40 vom Level oder sowas. Könnte eventuell einfach zu viel sein. Aber hinweg so oder so, weil da ist das blaue Leuchteteil, was ich haben will. Das kann ich ja auch einsammeln, ohne zu kämpfen, schätze ich. Oder während des Kampfes und dann sterben und abbauen, keine Ahnung. Ist ja kein Problem, das will ich halt haben. Den Boss kann man später immer nochmal sich noch was holen. Nee. Und mit ein bisschen Glück ist es aber einer, den ich besiegen kann. Und ich habe ja gerade... Ich hatte recht, Ende 40. Oh nee, das ist mir zu doll. Wir haben zwei Level 1er Klassen gerade, kannst du es voll vergessen. Weg hier. Weg hier. Weil ich eben schon keine Chance hatte gegen diesen 48er. Ich hätte eine Chance, doch so ist nicht.
Versuchen wir es? Ach, what a snuff. Ich versuch's. Warte, habe ich einen Wegpunkt? Gerade oder muss ich den nochmal komplett neu laufen? Das, ich mach's davon abhängig. Wenn ich einen Wegpunkt habe, dann ist okay. Wenn nicht, dann... Nee, okay. Ich habe keinen Bock mehr, wenn ich sterbe, von da nochmal anzulaufen. Dann mach ich's doch nicht jetzt. Das lasse ich auch erstmal sein. Wie schon erwähnt, in der Hoffnung, dass ich da einen besseren Zylinder bekomme, um da mehr rauszuholen beim ersten Mal. Ich habe sie auf der Karte markiert. Zumindest, ich meine, die Bosse habe ich nicht markiert, aber zumindest diese Dinge habe ich ja als Quelle markiert. Da kann ich ja jederzeit einfach hin, wenn ich das mal farmen möchte. Ist ja gar kein Problem. Da hinten hin. Oh, seht ihr, wo der rote Marker ist? Über viele Inseln muss ich noch gehen. Über sehr viele Inseln. Ach ja. Meins. Meins. Wo geht's da lang? Ich weiß, es ist ganz toll, aber ich will ja tatsächlich einfach jetzt ein bisschen Story. Ich will doch schaffen an Story, was zu schaffen ist heute. Also wahrscheinlich eine Sequenz oder sowas. Ah, noch so ein Ding da vorne. Schön. Schön. Zwei davon auf engem Feld, das ist aber auch ungewöhnlich. Normalerweise ist da mehr Abstand zwischen diesen vier Verteilen. Naja. Ah. Daneben gelaufen gerade. Das war knapp. Juhu. Muss da ganz oben rauf. Oh ja, tatsächlich. Ich sehe das Band da unten. Oh. Muss ganz da oben rauf kraxeln. Dann auch noch irgendwas später. Ja, ja. Weiß ich zufälligerweise auch so. Auch wenn es sowieso obvious ist, man da hinguckt, aber. Ja, ja. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Aktuell, glaube ich, kommen wir da noch nicht mal hin. Diese Sachen, die man jetzt eigentlich erkunden müsste, die ich aber eher offscreen erkunden möchte, weil wie gesagt, ich würde noch ein bisschen was schaffen. Ein, zwei Sachen vielleicht. Wäre schon ganz nett heute noch. Naja. Ich habe hier offscreen Zeit zum Grinden. Und wie ich immer schön sage, ne? Kauft euch das Spiel, erkundet selber alles, ist sowieso noch mal ein Stückchen geiler. Und so quasi erspare ich auch ein paar Überraschungen vielleicht an Gebiet für euch. Ist auch nicht ganz verkehrt. Ich denke mal, alle von euch werden sich das Spiel noch irgendwann holen. Zocken und probieren. Denn ihr habt es ja mitbekommen, es ist das beste Spiel der Welt. Das muss man mal gespielt haben. Und gekauft haben. Und Entwickler unterstützt und so weiter. Müsst ihr aber machen, das ist Pflicht. Tut mir leid, das ist nicht optional. Das ist obligatorisch. Gönnt euch. Wer noch nicht hat, gönnt euch. Es ist okay, auf ein Angebot zu warten im E-Shop. Ich weiß gar nicht, ob man das noch groß Retail bekommt, tatsächlich. Aber gönnt euch. Auf jeden Fall. Zwangshaft. Zwangläufig, zwanghaft. Cool, ne? Ihr müsst euch das Spiel holen. Wenn ihr keine Switch habt oder keine Ahnung was, holt euch fix eine. Ihr könnt die verkaufen danach, ne? Ist egal. Aber kauft das Spiel mit der Switch. Ist wichtig. Oder aber, wenn ihr keine Switch habt, dann meine Güte, kauft das Spiel Retail, wenn es irgendwo zu finden ist. Hauptsache das Spiel. Ihr müsst gar nicht mal spielen. Hauptsache ihr habt es gekauft und es zählt als Verkaufszahl obendrauf. Ja, ja. So ist das. Das Spiel verdient Verkaufszahlen, Liebe. Ich werde nicht müde, das zu erzählen. Auf gar keinen Fall. Nein, Sir. Oh, ich bin schon was dort oben, wenn ich untergleiten könnte, wie es aussieht. Hallo. Doch, ja, da oben. Da ist noch ein Ding, wo ich aber gar keinen Zugang sehe. Ah, doch, da. Ich hätte nur das Switch Lite, die ich anbieten könnte. Du meinst zum Verkaufen an jemanden hier oder was? Moment. Achso. Wieso mache ich das hier an dem Ding und der Rest ist schon so. Ah, egal. Irgendwie sind frei. Aber wenn ich da jetzt mal drauf bin, weiß ich nicht, ob ich hier wieder zurückkomme ohne weiteres. Ich habe das Gefühl, ich komme von da aus wenig sonst wohin und muss den ganzen Weg normal laufen. Ich lasse es lieber erstmal. Sieht irreführend aus. Wow. Los ab, du lieber Stu. Ah, lieber Spaßbildner. Guck dich doch. Den mache ich aber tot. Ist auch noch was. Ah, der führt, glaube ich, zu dem, wo ich gerade sagte, wo wir noch nichts machen können, oder? Jo, zum Verkauf, mein Kurin. Wer noch eine Switch Lite braucht, ne? Bei Kurin vielleicht
zu einem guten Preis zu kriegen. Hakt mal nach und holt euch das Spiel. Nein, das ist doch eine andere. Nee, ist das die Insel? Ich weiß ja nicht genau. Sieht von hier so anders aus irgendwie. Na gut. Hey, that's not your everyday job. Wait for a drauf da! Nein, ich nicht angreifen. Nur weil ich dich angreife. Das ist ja unfair. Gibt das Sinn, ja? Nein, vielleicht. Keine Ahnung. Mir egal. Tötet es! Ja, schleudern. Oh, warte, warte, warte. Ah. Hier gibt es langsam sowas, wenn ich das sehe. Aber es ist jetzt vollkommen zerstört wird. Ach, verdammt. Na gut. Bleibt nicht. Komm schon. Komm schon. Ja. Verdammt. Nein. Doch geschafft, trotzdem. Okay. Obwohl ich mal eines Timing verkackt habe, hat einfach mein NPC da mitgeholfen. Dankeschön. Easy. Is that enough for you? What were they gonna do? Make me yawn myself to death? Using that device should allow us to proceed. Machst du mich, gehst du mich zu Tode? Ist auch schön. Aber ich meine von da. Ich sehe zwar gerade nichts, aber eigentlich müsste von da aus noch einer nach da gehen. Ein Drahtseil, weil so alles irgendwie auch unwahrscheinlich, oder? Aber ich sehe da keins. Ich muss ja sowieso von da oben irgendwie wegkommen. Das hört mir auf hier. Schwebendes Riff, ne? Das ist wie in Xenon Chronicles 1. Wo es doch ein bisschen anders war. Ah! Ah, wie süß. So flauschig. Stirb. Komm, das ist 38er Boss. Oh, ist der süß. Ist eine Rattenmaus. Voll knuffig. Oh, oh. Oh, Robos, komm schon. Hab gedrückt, aber hab nichts gemacht. Komm schon. Ja, wieder erstanden, was? Aua, aua, aua. Sieht voll lustig aus, halt. Mit einem Hirschgeweihflügel am Kopf, wie so ein Morgentia. Das ist natürlich richtig, Alter. Sieht so panne aus. Oh, voll gut, das Design, Alter. Ja. Hey. Warum ist er nicht umgeworfen worden? Was soll das? Ja, nur zu spät. Du meinst Ohnmacht. Au. Schleudern, schleudern, schleudern. Komm schon. Jetzt aber. Treffen, treffen. Hat Spiel wieder standen? Ach, komm schon. Meine Güte. Ist der gut. So ein Häschen. Was ist das? Hasen, Ratten, Schwein, Wasserschwein, Hamster, Meerschwein. Ich weiß es nicht. Ist einfach alles mit drin. Faszinierend. Total faszinierend, ey. Nein, Juni! Das war knapp. Das hat Juni gerade so gerettet hier. Meine Güte. Demon Slayer! Ich habe bisher nicht daran gedacht, immer hier die Attacke auszutauschen bei ihm. Das ist doch total schön. Na egal. Gott, wie komme ich da von da oben wieder weg, wenn ich da drauf bin? Müsste ich mal ausprobieren. Aua, aua, aua. Der ist so niedlich. Ach, richtig. Klamsi. Ja, I like. Moment, wieso bin ich auf Sekunde Level 1 gerade? Was soll? Achso, weil ich mich mehr als so robust gemacht habe. Ja, okay. Da gibt's den. Oh Mann. Der ist zu schnell für mich. Komm schon. Schleuder ihn diesmal bitte. Warum geht das denn nicht? Der ist immun gegen Steuern, ist einfach komplett immun dagegen. Er schwankt und umwerfen ganz oft, aber auf den Boden hauen, das mag er nicht gerne. Soll er auf Explosionen gehen? Da geht das besser. Wer weiß es schon. Mal, sollte ich ihn angreifen, sondern den hier. Was macht ihr denn da, Leute? Achso, weil ich das nicht gemacht habe, alles klar. Das hätte ich schon. Oh oh. Oh oh. Au. Das kam. Fies. Ja, so lustig. Das ist so lustig. Ehrlich jetzt. Ich würde dir sagen, krass.
Vor mir, sich bewegt dazu noch. Das sieht so panne aus, Alter. Oh, herrlich. Ah, Explosion, los. Macht Explosion drauf, einer. Ja, das geht. Ich glaube, gegen die kann man auch nicht immun sein. So, ich habe extra Items. Das war das Ding. Oh, das ist ja Karpatinger. Wahrscheinlich ist da so ein Wolpertinger angelegt. Das gibt es tatsächlich. Jetzt, wenn ich nur abdecke. Hast du das was von einem Wolpertinger? Natürlich bloß ein Fantasietierchen, aber. Kommt am ehesten noch hin. Also, ist ja die Ratten, Meerschwein, Hasen, irgendwas von mir zu, nicht erwähnt habe. Ist ja ein Wolpertinger irgendwo. Mit Hörner oben drauf auch dazu. Also, das kommt hin. Das ist ein Wolpertinger einfach. Ich sage, so kommt das Ding her, aber es ist ja eigentlich aus der DNS der echten Welt alles erschaffen worden. Es gab kein Wolpertinger bei uns, soweit ich weiß. Also, ist halt neu erschaffen, es wurde neu kombiniert und dann kam doch ein Wolpertinger bei raus, was soll's, ne? Nein, es gibt ja genug Tiere, die es bei uns überhaupt nicht gab. Guck mal da oben zum Beispiel. So, läuft. So, doch ein bisschen früher weg, als ihr mir angekündigt, weil ihr noch wer Hunger hat. Aha. Alles klar, Kurin, dann bis zum nächsten Mal und guten Start in die Woche. Bis dann. Tschüss. Hüpf. We're sliding down. Sliding. Ah, siehst du. Der ging nach da drüben, nicht da unten. Sag, das war doch eine Insel gewesen von da aus. Hm? Ja, okay. Na, ihr kleinen Wolpertingers hier? How come the annihilation thing ain't happening? Weiß ich nicht. I couldn't begin to guess, but I'd say the castle has something to do with it. Wahrscheinlich. Ja, schön dumm, dass... Oh, Karawane. Und da, wo das Castle ist, einfach bumm macht und dann alles kaputt wäre. Das wäre ja dumm für die Leute, die das Castle da haben. Die wollte ich gar nichts. Upala. Gib mir einen Stein. Danke. Und was kaufen. Sehr gut. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ah, ja. Was machen können. Harmoniediagramm. Wie groß ist das inzwischen bei mir eigentlich? Kolonie-Harmonie zeigen. Hallo? Ja, klicke, aber es passiert nichts. Ach so. Ah. Die Kolonien untereinander. Ist noch nicht viel los. Kommt alles später erst noch. So. Ah. Ich würde gerne mehr rauszoomen können. Ja, aber hier haben wir die ganzen Kolonien, was wir alles an Leuten haben, ne? Na nü? Tau? Nicht viel los bei Tau. Ulkig. Habe ich noch einen bei Tau gerade? Gibt's ja gar nicht. 4. Lambda. Ja, ah, hier ist. Was, Tau hier und das andere da drüben? Merkwürdig. Also man sieht schon, es wird hier auch irgendwie. Bisschen riesig und leider. Kann man echt nicht weiter rauszoomen. Das wäre geil, wenn es ein bisschen mehr ginge. Naja, gut. Handlungssequenz. Handlungssequenz. Oui. There it is. Black Fog, too. Few enough numbers to sneak around. Is Colony 4 gonna be safe, do you think? They should be okay. We haven't seen the light for a while. I think that's a good sign. Let's move. The fact that we killed consuls must be old news at this point. Hmm. Could have made examples of a few people by now. They ain't expecting us to sneak aboard, though. We've got them with their pants down. Let's get in there, mess them up, get out. Bish bash bosh. Bish bash bosh. Actually, they may have already anticipated our moves. Bestimmt. Nah, mate. Come off it. Think about it. How would they have known where we'd be? Can't be a coincidence. I mean, sure, it could have been intuition on Ethel's part, but we have to be realistic. So it's a trap. You want to turn back? No. We'll go. We can't turn back now. No. We can't allow their deaths to have been in vain. So you would entertain the risk? It does sound bad. You know, I think I kind of like it. What? Untypisch für Tyon, sowas zu sagen. Hm. Ja, haben wir nicht schon mal gesehen vor langer, langer Zeit in einer kurzen Sequenz? Glaube ich schon. Und ich bin gespannt, wenn wir jetzt heute schon so weit gekommen sind,
ich will nicht spoilern oder Hoffnung wecken, aber es kann sein, dass wir es tatsächlich schaffen, im nächsten Stream, im nächsten Sonntag, schon die City zu erreichen tatsächlich. Es könnte was werden. Bin mir nicht ganz sicher, wie lange ich jetzt hier im Schloss brauche. Vor allem sequenzmäßig und so weiter, aber... könnte was werden.